Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute Abend hier über Skype wieder eingefunden mit Bruder Victor, der mich begleitet zur nächsten Lesung des Buches Herrscher des Bösen, das Stefan hauptsächlich aus dem Englischen übersetzt hat für uns, und das fragt noch ein wenig Feinschliff von vor allen Dingen Victor, der sich da unglaublich reingekniet hat und geholfen hat, dem Buch den letzten Schliff zu geben, sodass wir es in einer wirklich akzeptablen Qualität hier im Internet vorlesen können. Wir hatten letztes Mal angefangen mit dem ersten Kapitel, wir sind leider nicht weitergekommen als die ersten zwei Sätze und sind dann gleich abgeschwenkt in den Anhang des Buches, in dem nämlich der Artikel von der Time-Zeitschrift veröffentlicht wurde, 1992, mit dem Titel The Holy Alliance oder die Heilige Allianz, wie Reagan und der Papst sich verschworen haben, den Kommunismus im Grunde zu beenden. So, normalerweise ist Bruder Stefan auch noch damit bei, der hat mich aber heute leider wissen lassen, dass es ihm nicht möglich ist, an der Lesung teilzunehmen. Deswegen ist Bruder Victor mir über Skype zugeschaltet. Den möchte ich dann jetzt auch eben herzlich begrüßen. Victor, herzlich willkommen heute Abend zur Lesung. Alles gut? Ja, hallo und moin moin. Ja, bei mir alles gut. Ich hoffe auch bei den anderen Anwesenden in der Runde, auch an alle anderen hallo. Ich bin gerade ehrlich gesagt noch ein bisschen beeindruckt von der Lesung gerade eben, weil da sind so viele wunderbare Querverbindungen gelegt worden. Und wenn man sich da allgemein auch so ein bisschen diese Metamorphose dann auch sich so zu Gemüte führt, ab dem Zeitpunkt, wo ja Martin Luther oder vielleicht auch davor Jan Hus, sage ich mal, begann, so die ersten reformatorischen Strömungen so an die Oberfläche kamen. Und wie sich das dann bis heute zu unserer Zeit, ja, diese Metamorphose, wie sich das alles so dann entwickelt hat und wir jetzt ja gerade auch jetzt in diesem Times-Artikel ja gut sehen können, wie einfach es letztendlich für den Antichristen ist, der Weltöffentlichkeit ein Theater vorzuspielen, und alle, ja, nehmen es ihm glaubhaft ab. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, und dann lasst uns gerne mit der Lesung fortfahren. Ja, danke für deine einleitenden Worte. Ich bin auch noch ein bisschen unter dem Eindruck von der Lesung gerade eben, weil das war ziemlich intensiv und jetzt muss ich mich auf einmal auf was ganz anderes konzentrieren, aber ich hoffe, es gelingt mir. Wir fahren fort hier auf Seite 4 in dem Buch, also der Heiligen Allianz, diesem extra Artikel des Time Magazins über die Heilige Allianz, was ein Auszug ist aus Herrscher des Bösen. Danke nochmal, Victor, auch hier für dieses wunderbare Bild, was du produziert hast, neben dem Intro und Outro für das Video und die ganze Übersetzungsarbeit, die du hiermit leistest. Das ist also wirklich alles sehr, sehr wertvolle Arbeit. Wir sollten normalerweise hier unten fortfahren bei Old Admiral Bobby Inman, aber wir gehen nochmal eben kurz einen Absatz zurück, um uns ein wenig einzulesen, worum geht es denn hier. Der Autor schreibt hier, der ist ja Pulitzer-Preis ausgezeichneter, Bernstein heißt er, glaube ich, der Autor dieses Artikels im Time Magazin. Übrigens Time Magazin, für diejenigen, die es nicht wissen, errichtet von Henry Luce, einem Malteser-Ritter. Und er schreibt hier, bei ihrem ersten Treffen diskutierten Reagan und Antichrist Johannes Paul II., das hat er natürlich nicht geschrieben, das Antichrist dichte ich dazu, über einen weiteren interessanten Punkt, den sie beide gemeinsam hatten. Im Jahre 1981 hatten sie nur 6 Wochen auseinanderliegende Attentatsversuche überlebt. Da hatten wir auch letztes Mal ausführlich drüber gesprochen. Und beide glaubten seit diesem Zeitpunkt, dass Gott sie für eine besondere Mission vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. Ein enger Freund von Ronald Reagan sagte mir einst, dass der Präsident hierzu einmal sagte, sieh nur, wie sich uns die bösen Kräfte in den Weg geworfen haben und wie die göttliche Vorsehung eingriff, um uns zu retten, sagt Pio Kardinal Laghi, der ehemalige apostolische Delegierte in Washington. Also das ist mit anderen Worten der Botschafter des Vatikan in Washington. Clark berichtete weiter, dass diese beiden Männer eine Einheit der spirituellen Sichtweise und eine Einheit über die Zukunftsvision des Sowjetimperiums teilten und dass sie dabei glaubten, dass ihre Sichtweise und ihre Vision letztendlich ein Teil des göttlichen Plans wären. Über den jetzt erwähnten Admiral Bobby Inman lesen wir, dass er ein ehemaliger US-amerikanischer Marineoffizier war und war von 1977 bis 1981 Direktor der NSA. Da kann man ganz sicher von ausgehen, dass er Jesuiten geschult wurde. Das könnt ihr ja auch selbst nachschauen, unter anderem in dem Wikipedia-Link, der hier beigefügt ist. Laut Admiral Bobby Inman, dem ehemaligen stellvertretenden Direktor der CIA, vertrat Reagan die sehr vereinfachte Ansicht, dass der Zusammenbruch des Kommunismus nur eine Frage der Zeit wäre. Ja, und das kann man dann natürlich auch ein wenig beschleunigen, ne? Und er hatte vor, den Zusammenbruch mit allen Mitteln herbeizuführen. In der ersten Hälfte des Jahres 1982 entstand eine fünfteilige Strategie, die darauf abzielte, den Zusammenbruch der sowjetischen Wirtschaft herbeizuführen. Die Bündnisse, die die UdSSR mit ihren Satellitenstaaten im Warschauer Pakt verbanden, zu erodieren und damit Reformen innerhalb des Sowjetreichs zu erzwingen. Elemente dieser Strategie waren unter anderem: erstens, den bereits begonnenen militärischen Rüstungswettbewerb der US-Verteidigung, insbesondere das sogenannte Star Wars-Programm, wurde für die Sowjets viel zu kostspielig gestaltet, um im Wettbewerb mithalten zu können. Interessant ist die Frage, die sich Victor hierbei stellt: Besteht hier vielleicht ein Zusammenhang mit der amerikanischen Wirtschaftspolitik, wenn wir an das Außenhandelsdefizit denken? Oder wie man ausländische Waren und Güter mit Treasury Bonds bezahlt? Woher nahm denn Amerika das Geld, um seine Militärausgaben zu finanzieren? Ja, das ist ja nun eine ganz leicht zu beantwortende Frage. Das haben sie sich einfach von der Federal Reserve Bank geliehen. Deswegen haben sie ja heute auch mehrere, jetzt weiß ich gar nicht, wie nennt man eigentlich diese Summe in Deutsch? Das sind ja tausende Milliarden. Wie nennt man denn das überhaupt? Billionen oder was? Wie heißt das im Deutschen? Die sprechen ja in Amerika von Trillionen, ne? Wie viel die Schulden haben. Über 80 Trillionen inzwischen. Weiß ich nicht, Victor. Weißt du, wie man diese Summe nennt in Deutsch? Ich meine, ist das Billionen oder Billiarden oder Trillionen oder was ist das? Also ich bin, glaube ich, soweit informiert noch, dass Milliarden bei uns im Englisch oder im Amerikanischen, die sagen dann Billion. Naja, unsere Milliarden sind deren Billions, aber 1000 genau. Billionen, also 1000 Milliarden, was ist das? Das ist im bei Englischen, denen jetzt. Ja, im Englischen ist das dann wahrscheinlich eine Trillion, ja. Ja, genau, im Englischen ist das Trillion. Was ist das bei uns auch? Trillionen oder was? Ich habe keine Ahnung. Nein, 1000 Milliarden sind bei uns eine Billion. Ah, Billion. Na, aber 1000 Billionen sind? Eine Trilliarde. Ah, siehst du, okay, Trilliarden sind das dann bei uns anscheinend. Auf jeden Fall ist es eine unvorstellbare Summe, die Amerikaner inzwischen der Federal Reserve Bank schulden. Und ja, ich finde die Frage, die du hier stellst, natürlich ganz interessant, ne? Besteht hier ein Zusammenhang mit dem amerikanischen Wirtschaftspolitik, Außenhandelsdefizit und Bezahlung der Güter mit Treasury Bonds? Kannst du die Frage denn auch selbst beantworten oder hast du das nicht vorgesehen? Doch, an sich kann ich die Frage schon beantworten. Ich wollte jetzt hier nochmal, kurz kann ich ja nochmal erwähnen, ich habe heute Kapitel 10 gelesen, oder war das gestern? Da wird auch nochmal genau so ein Link auch nochmal zu dem allgemeinen internationalen Wirtschaftssystem auch gelegt und auch wie unser ja, himmlischer Vater es eigentlich ordiniert hat. Deswegen wäre jetzt vielleicht an der Stelle nur nochmal die Erwähnung, dass wir darauf vielleicht nochmal später eingehen werden, oder wenn du willst, gehe ich auch nochmal ganz kurz auf das ein, was ich da in dem Kommentar auch geschrieben habe. Na, wenn du das gerne später machen möchtest, zu einem späteren Zeitpunkt der Lesung heute, ist für mich kein Problem. Dann nee, also dann auch zu einer späteren Lesung auch erst, weil das erst in Kapitel 10 ist, da dann erst wird er dann tiefer drauf eingegangen, ja, sag ich mal. Dann haben die Zuhörer ja in der Zwischenzeit Zeit, sich probieren, die Frage selbst zu beantworten und werden dann sehen, ob deine Antwort im Einklang mit ihrer Untersuchung ist. Ist ja auch nicht so schlecht, dann machen wir das auf die Art und Weise. Also, den bereits begonnenen militärischen Rüstungswettbewerb der US-Verteidigung so kostspielig zu gestalten, um dass die Sowjetunion dann nicht mehr mithalten kann. Das war einer der Punkte, mit dem man probiert, die Reformen im Sowjetreich zu erzwingen. Der zweite Punkt war, verdeckte Operationen zielen darauf ab, Reformbewegungen in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen zu fördern. Finanzhilfen für Nationen des Warschauer Pakts stehen im dritten Punkt. abhängig von deren Bereitschaft zum Schutz der Menschenrechte und zur Durchführung politischer und marktwirtschaftlicher Reformen. Als vierter Punkt wird genannt die wirtschaftliche Isolierung der Sowjetunion und die Vorenthaltung westlicher und japanischer Technologien gegenüber Moskau. Die Regierung konzentrierte sich darauf, der UdSSR das zu verweigern, was sie sich als ihre wichtigste Einnahmequelle im 21. Jahrhundert erhofft hatte. Gewinne aus einer transkontinentalen Pipeline zur Lieferung von Erdgas nach Westeuropa. Das kommt, glaube ich, heutzutage durch die Firma Gazprom, wo ja unser ehemaliger Bundeskanzler Schröder Mitglied im Aufsichtsrat ist, dachte ich. Aufsichtsrat oder wie das sonst heißt da. Die ca. 5800 Kilometer lange Pipeline, die sich von Sibirien nach Frankreich erstreckt, wurde am 1. Januar 1984 pünktlich eröffnet. Jedoch fiel das gesamte Projekt deutlich kleiner aus, als es sich die Sowjets erhofft hatten. Und als fünften Punkt wird hier genannt eine intensivere Nutzung von Propaganda in Form von Radio Liberty, Voice of America und Radio Free Europe, also für die nicht englischsprachigen Freiheitsradio, Stimme von Amerika und Radio Freies Europa. Das Ziel war es, die politischen Botschaften der Reagan-Administration in die Herzen der Menschen in Osteuropa zu tragen. Das erinnert mich an dieselbe Politik, wie das damals gemacht wurde zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, also besser gesagt zur Zeit des Dritten Reiches in Deutschland, wo der amerikanische Pater Coughlin ja die ganze, das ganze Propagandamaterial von Deutschland erhalten hatte, ne? Wie wir gelesen hatten in Hinter den Diktatoren. Ne? Ja, das stimmt, richtig. Fällt mir auch gerade ein, ja. Doch im Jahr 1982 konnten weder Reagan noch der Papst den Amtsantritt eines sowjetischen Führers wie Michail Gorbatschow, dem Vater von Glasnost und der Perestroika, vorhersehen. Na, sie konnten das vielleicht nicht vorhersehen, aber geplant war es von denselben Puppenspielern, die sowohl den amerikanischen Präsidenten Ronald Wilson Reagan als auch den Papst Johannes Paul II. An ihrer Strippe hatten. Ja? Es gibt da keine Zufälle. Nun, es gibt aber einige Zuschauer unter denen, die dieses Video schauen, die noch nicht alt genug sind, um den Werdegang von Michail Gorbatschow zu kennen und die vielleicht nicht wissen, wer Michail Gorbatschow war. Und dafür haben wir hier in einer Fußnote eine Erklärung dafür vorbereitet. Aber müssen wir eben groß genug machen, dass man das auch leicht lesen kann. Das geht immer so auf ein kleines Format, immer wieder zurück. Also, Michail Sergejewitsch Gorbatschow ist ein russischer Politiker. Er war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und von März 1990 bis Dezember 1991 Staatspräsident der Sowjetunion. Seit dem Ende seiner Präsidentschaft beschäftigt sich Gorbatschow neben der nachsowjetischen Politik vor allem mit Musik. Er veröffentlichte gemeinsam mit der Schauspielerin Sophia Loren und dem Ex-US-Präsidenten Bill Clinton 2003 eine Kinder-CD und erhielt dafür einen Grammy. Seit dem Tod seiner Frau Raisa Gorbatschowa 1999 lebt er unweit seiner Tochter Irina Virganskaya bei Moskau. Mehrere Londoner Tageszeitungen behaupteten im März 2008 fälschlicherweise, er habe sich bei einem Besuch in Assisi zum Christentum bekannt. Gorbatschow stellte aber klar, dass er kein Christ, sondern nach wie vor Atheist sei. Wie auch immer. Was hier nicht drin steht und was ich persönlich eine interessante Information finde, die ich mit euch gerne teilen möchte, neben diesen ganzen Preisen, die ihr seht, die ihr hier bekommen habt, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Das kann man alles in Wikipedia über Gorbatschow nachlesen. Das könnt ihr gerne selbst machen. Ich möchte euch nochmal ein Ding über Michail Gorbatschow eben erzählen. Leider habe ich jetzt kein Bild von ihm vorbereitet. Habe ich auch nicht auf dem Computer. Michail Gorbatschow hat ein Meeting gehabt mit Papst Johannes Paul II. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wann das war, in welchem Jahr das war, aber er hatte verschiedene Meetings darin. Und in einem dieser Meetings hat er seine Frau mitgenommen. Und es ist überliefert, dass er bei der Vorstellung seiner Frau an den Papst gesagt hat, Raisa, hier triffst du die höchste Moralautorität dieser Welt, den Papst. Mit solchen Worten hat er den Papst seiner Frau vorgestellt. wenn er so etwas sagt, ob er tatsächlich wirklich ein Atheist ist oder ein, wie man im Englischen immer so schön sagt, Closet Catholic, also ein heimlicher Katholik. Ich gehe aus vom Letzteren. Deswegen war er ja auch zu gebrauchen und war eben auch eine Puppe, die an denselben Strippen getanzt hat, genau wie der Papst und genau wie Reagan. Das ist alles abgesprochen zwischen denen. Ja? Aber das habe ich damals auch nicht erkannt. Ich war damals ja auch indoktriniert wie jeder andere. Na jedenfalls trat dieser Gorbatschow 1985 auf einmal auf und dessen Reformbemühungen entfesselten derart mächtige Wirkungskräfte, die sich außerhalb seiner Kontrolle weiterentwickelten und so zur Auflösung der Sowjetunion führten. Die Allianz zwischen Washington und dem Vatikan hat den Sturz des Kommunismus nicht verursacht, bemerkte der US-Beamte korrekt, der mit den Details des Plans zur Unterstützung der Solidarność vertraut war. Wie alle großen und erfolgreichen Führer in der Geschichte haben der Papst und der Präsident es verstanden, die gesellschaftlichen und historischen Wirkungskräfte clever für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Natürlich haben der Papst und der amerikanische Präsident es geschafft, die gesellschaftlichen und historischen Wirkungskräfte clever für sich zu nutzen. Sie haben sie ja überhaupt erst installiert. Ohne die Politik, die die zwei betrieben hätten und haben und natürlich die ganzen Mächte hinter ihnen, wären die Dinge ja gar nicht so gekommen, wie sie gekommen waren. Der Fall der Sowjetunion war lange vorher geplant. Der Papst und der amerikanische Präsident spielen lediglich die ihnen zuerkannte Rolle. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Zusammenbruch. Die gemeinsame Kampagne von Washington und dem Vatikan, die Solidarność durch ihre Unterstützung am Leben zu erhalten, begann unmittelbar, nachdem General Wojciech Jaruzelski am 13. Dezember 1981 das Kriegsrecht verkündet hatte. In diesen dunklen Stunden war die Kommunikation Polens mit der nicht-kommunistischen Welt unterbrochen. Dabei wurden 6000 Funktionäre der Solidarność festgenommen und hunderte weitere Aktivisten erhielten Anklagen wegen Verrats, Staatsgefährdung und Anstiftung zur Konterrevolution. 9 weitere wurden getötet und die gesamte Bewegung wurde verboten. Aber Tausende versteckten sich, viele suchten Schutz in Kirchen, Pfarreien oder kamen bei Priestern unter. Aber die Behörden machten ihren wichtigsten Fang mit dem Anführer der Solidarność, mit Lech Walesa. Sie nahmen ihn in Gewahrsam und sperrten ihn in einem abgelegenen Jagdhaus ein. Kurz nachdem die polnischen Sicherheitskräfte auf die Straße gegangen waren, bat Reagan den Papst um Rat. Bei einer Reihe von Treffen in den nächsten Tagen diskutierte Reagan seine Optionen. Zitat: Wir hatten einen massiven Streit im Kabinett und im Nationalen Sicherheitsrat über die Zusammenstellung einer Reihe von Sanktionen, erinnert sich der ehemalige Außenminister Alexander Haig. Sie reichten von Sanktionen, die in ihren Auswirkungen auf Polen niederschmetternd waren, bis hin zu Gedankenspielen, die so harte Optionen beinhalteten, dass wir bei der Umsetzung Gefahr gelaufen wären, eine weitere Situation wie in Ungarn im Jahre 1956 oder in der Tschechoslowakei im Jahr 1968 zu schaffen. Tschechoslowakei 1968, Prager Frühling. Ja? Da haben wir die erste Erwähnung dieser komischen farblichen Revolution, wie sie das heute nennen, ne? In Libyen und Algerien und Ägypten und was weiß ich nicht alles. Nun, Alexander Haig, der amerikanische Außenminister, entsandte den Botschafter und frommen römischen Katholiken Vernon Walters zu einem Treffen mit Papst Johannes Paul II. Vernon Walters, eine sehr interessante Figur, auf die wir kurz auch noch in dieser kleinen Notiz eingehen, die hier der Victor für uns vorbereitet hat. Nur ärgerlich, dass das nie stehen bleibt, wie ich das einmal machte. 5 Jahre lang besuchte der Vernon Walters das Stonyhurst College, ein Jesuiteninternat in Lancashire, England. Der gläubige Katholik ging nach Möglichkeit auch auf Reisen, täglich zur Messe, um die Eucharistie in der Transsubstantiation zu empfangen. Anfang 1989 wurde George H. W. Bush als Präsident der USA verteidigt, Papi George, der 1976 als Direktor der CIA und von 1981 bis 1988 als Vizepräsident und Koordinator der Außenpolitik unter Reagan Walters Vorgesetzter war. Was man hierbei verstehen muss, ist, der Vizepräsident ist derjenige mit der wirklichen Macht im Lande bei den Staaten von Amerika. George H. W. Bush war Vizepräsident unter Reagan, ist dann selbst Präsident gewesen. Dann kam für eine kurze Zeit Bill Clinton, der ein Rhodes Scholar war. Wer nicht versteht, was das ist, der sollte Codeword Babylon lesen, da habe ich das gut erklärt. Und danach kam sein Sohn George W. Bush an die Macht. Das heißt, wir sprechen hier über eine Periode von über 25 Jahren, in denen die Bush-Familie mehr oder weniger ein eisernes Regiment über Amerika gehalten hat. Das ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst. Jedenfalls entsandte er Walters als Botschafter der USA in der Bundesrepublik Deutschland nach Bonn. Laut seinen Erinnerungen war die Stelle nicht als ruhiger Posten gedacht. Der designierte Außenminister James Baker habe ihm die Stelle mit den Worten »Dort wird's ums Ganze gehen« angeboten, weil seit dem Amtsantritt Gorbatschows Veränderungen im Ostblock absehbar waren und die US-Botschaft in Bonn traditionell sowohl in politischer wie in nachrichtendienstlicher Hinsicht führend für die Beziehungen zu den osteuropäischen Satellitenstaaten war. Walters führt in seinen Erinnerungen an, dass er nicht nur den Zusammenbruch der DDR, sondern auch die Möglichkeit einer schnellen Wiedervereinigung wesentlich früher erkannt habe als seine Vorgesetzten in Washington, als die deutsche Bundesregierung und insbesondere als Moskau. Am 4. September 1989 machten seine Äußerungen eine Schlagzeile in der internationalen Herald Tribune. Walters German Unity soon. Also Walters sagt, deutsche Einheit kommt schnell. Die Öffnung der Mauer am 9. November 1989, 9/11, wer Chemisches dabei denkt, überraschte ihn nicht besonders. Natürlich nicht, er war eingeweiht. Am nächsten Morgen organisierte er ein Flugzeug für Bundeskanzler Kohl, damit dieser nach Berlin kommen konnte, war selbst vor Ort und besichtigte die Lage von einem Hubschrauber aus, bevor er an die Glieniczer Brücke fuhr und dort mit Ost- und Westdeutschen sprach. Glieniczer Brücke war ja bekannt über den Austausch von Spionen 1985 bekannt geworden. Walters führte in den folgenden Monaten für seine Regierung viele Verhandlungen im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung, insbesondere zur Vorbereitung des 2+4-Vertrags. Über die Rolle Deutschlands sagt er, die Deutschen haben die Lektion der Geschichte gelernt und werden ihren Beitrag leisten, um die Welt von Furcht und Aggression freizuhalten. Bonn war Walters... Moment, das klingt so ein bisschen wie das Schwert der katholischen Kirche, ne? Wie damals im Ende des 19. Jahrhunderts, der... Papst, der Antichrist damals, Leo der 13. war das, ne? Zum Kaiser Wilhelm II. Das war wahrscheinlich 1886. Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man da jetzt hier direkt die Parallele ziehen kann, weil es steht ja hier, die Deutschen haben die Lektion der Geschichte gelernt und werden ihren Beitrag leisten, um die Welt von Furcht und Aggression freizuhalten. Was die Deutschen gemacht haben seitdem ist ja, sie haben die Entwicklung der Europäischen Union vorangetrieben. Und sie haben, ich möchte dann mal sagen, also wenn du das schon gerne mit dem Schwert jetzt hier benennst, dann möchte ich vielleicht sagen, dann haben sie eher das geistige Schwert jetzt geführt, anstatt das weltliche Schwert. Weil die Deutschen haben ja, glaube ich, viel in ihrer Europapolitik dazu beigetragen, dass wir mit der Europäischen Union heute 2019 stehen, wo wir stehen. Ich glaube, das ist ja auch ganz gut zum Tragen gekommen, als wir den Nachtrag von Hinter den Diktatoren gemacht haben, wo wir ja das Papier über den Papst, Rom und die Europäische Union in 8 Teilen besprochen haben. Ja, ich muss jetzt nur daran denken, auch dass natürlich im Ende der 90er Jahre ja auch doch es der Verteidigungsminister, glaube ich, groß Werbung gemacht hat für einen Krieg auf dem Balkan, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Das ist richtig, das hat er getan, ja. Da war Deutschland sicher mehr oder weniger federführend damit drin, weil sie ja eben auch da nachrichtendienstlich bestimmte Erkenntnisse hatten, die andere nicht hatten. Mit anderen Worten, die Jesuiten haben Deutschland hier wieder gebraucht, um dafür zu sorgen, dass vom deutschen Boden soll nie wieder Krieg ausgehen, dass diese Aussage noch knapp 50 Jahre gerade mal gehalten hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Wenn der 45 zu Ende war und 98, 99 hatten wir den Balkankrieg, da ging wieder mal Krieg von Deutschland aus. Aber natürlich verdeckt unter dem Mantel der NATO. Ne? Da hat man sich dann ja andere Helme aufgesetzt, ne, Victor? Ja, richtig. Die andere Farbe, also den anderen Deckmantel, ja, genau. Ja. um den Leuten nicht deutlich zu machen, dass Geschichte sich ständig wiederholt, auch die deutsche Geschichte. Und die Deutschen wurden natürlich wieder einmal hier vom Vatikan jetzt missbraucht. Also in der Hinsicht gebe ich dir recht, da scheint man Parallelen ziehen zu können zu der Diskussion, die damals der deutsche Kaiser mit Papst Leo dem 13. hatten, wo der folgend seinen Memoiren ja behauptet hat, dass der Papst zu ihm sagte, dass er verlangt von Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wäre. Die Parallele kann ich dann, in der Hinsicht kann ich das nachvollziehen. Ja. Die Deutschen haben die Lektion der Geschichte gelernt. Ja, was für eine Lektion haben wir denn gelernt? Wir sind die letzten 50, 60, 70 Jahre nach dem Krieg nur noch indoktriniert und missbraucht worden. Zumindest das normale Volk. Ja. Und die Deutschen werden ihren Beitrag leisten, um die Welt von Furcht und Aggression freizuhalten. Dadurch, dass sie die Europäische Union mehr oder weniger alleine auf dem Rücken tragen. Bonn, fährt der Autor fort hier, war Walters letzter Posten im Dienst der USA. Im Juni 91 kündigte er den Eintritt in den Ruhestand an. Nach einem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst trat er als Redner und Autor an die Öffentlichkeit. Man muss ja noch ein bisschen Geld verdienen. Er starb dann im Februar 2002 im Alter von 85 Jahren in West Palm Beach in Florida und wurde auf dem Nationalfriedhof von Arlington begraben. Das ist ein Militärfriedhof. Ja, das war Vernon Walters. Also Alexander Haig, der amerikanische Außenminister, entsandte den Botschafter an frommen römischen Katholiken Vernon Walters zu einem Treffen mit Papst Johannes Paul II. Walters kam kurz darauf in Rom an und traf sich getrennt mit dem Papst und im Anschluss mit dem vatikanischen Außenminister Kardinal Casarolli. Um nochmal die Leute ein wenig zu informieren, der vatikanische Außenminister oder auch Staatsminister, das ist eine sehr, sehr wichtige Rolle, die man da im Vatikan spielen kann. Diese beiden Seiten waren sich einig, dass die Flamme der Solidarność weiter brennen sollte und dass die Sowjets in den Mittelpunkt einer internationalen Kampagne der Isolation gerückt werden müssten. Und wenn man jetzt diesen Satz hier liest, dann ist doch für jeden Menschen ersichtlich, dass die Solidarność-Bewegung künstlich am Leben gehalten wurde von Mächten außerhalb von Polen. Sie war auch von Anfang an eine Organisation, die ohne ausländische Unterstützung gar nicht hätte aufkommen können. Polen war ein erzkommunistisches Land, bis 1981 oder wann das war, die Solidarność auftauchte auf einmal. Mehr oder weniger wie ein Pilz aus dem Nichts geschossen kam. Genauso wie die sogenannten Montagsdemonstrationen, die dann später zum Fall der DDR beigetragen haben. Und es gibt heute noch Leute, die haben Tränen in den Augen, wenn sie darüber sprechen, diese Montagsdemonstrationen und dass das pur vom Volk ausging. Ja, wer das glaubt, dem verkaufe ich auch sehr gerne eine Brücke auf den Mond. Ja? Das ist alles geplant. Lange, lange vorher geplant und lange, lange von ausländischen Mächten unterstützt. Die Montagsdemonstrationen damals in der DDR, Leipzig, Dresden und wo das überall war, auf dieselbe Art und Weise, wie hier eben auch die Solidarność am Leben gehalten wurde durch Investierungen der Vereinigten Staaten auf der einen Seite und des Vatikan auf der anderen. Oder überhaupt des Vatikan, der die Amerikaner dafür gebraucht hat, um das eben auch noch zu machen. Ja? Beide Seiten, sowohl Amerika als der Vatikan, waren sich einig, dass die Flamme der Solidarność weiter brennen sollte, weil das hat schließlich dafür gesorgt, dass man den ganzen Kommunismus hat entzünden können und dass die Sowjets in den Mittelpunkt einer internationalen Kampagne der Isolation gerückt werden müssten. Außerdem sollte die polnische Regierung einem moralischen und begrenzten wirtschaftlichen Druck ausgesetzt werden. Ja, wenn ich die polnische Regierung diesem Druck aussetze, dann erhöhe ich natürlich die Freiheiten für diese Gewerkschaftsbewegung, die die Solidarność war ja wahr. Laut US-Geheimdienstquellen, fährt der Autor fort, hatte der Papst Walesa bereits über kirchliche Kanäle geraten, seine Bewegung im Untergrund in Gang zu halten. Also ganz offen schreibt der Autor hier, dass Walesa über kirchliche Kanäle informiert wurde. Ja? Das ist etwas, was wir behalten müssen. Wir lesen hier, nicht zu vergessen, wir lesen hier das Buch Herrscher des Bösen. Und es geht darum, das antichristliche System mehr und mehr den Leuten zu erklären. Hinter allen Geheimdienstbrunnen steckt die römisch-katholische Kirche. Was vielen Leuten vielleicht noch nicht bewusst ist, ist, dass alle weltweiten Nachrichtendienste, deren Drähte laufen zusammen in Rom. Und die Jesuiten haben jeden einzelnen Nachrichtendienst überhaupt gegründet, also an der Spitze. Ja? Die CIA wurde gegründet von Wild Bill Donovan und Reinhard Gehlen, dem deutschen Spionagegeneral aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Reinhard Gehlen hat ebenfalls dann den Mossad errichtet. Ja, ihr hört richtig. Der Mossad, der israelische Geheimdienst oder Nachrichtendienst, wurde errichtet von einem deutschen Nazi-General. Weil die grenzübergreifend zusammenarbeiten. Sie sind die Herrscher des Bösen. Deswegen heißt das Buch so und deswegen lesen wir diesen Artikel hier drin. Die ganzen Nachrichtendienste, Geheimdienste, wie man sie auch immer nennen will, in der Welt, sind alle unter einer Kontrolle. Und diese Kontrolle bestimmt, welcher Nachrichtendienst welche Information wann, wie, wo und warum bekommt. Wenn man das nicht verstanden hat, dann wird man dieses Buch Herrscher des Bösen auch niemals verstehen. Es läuft alles an einer zentralen Stelle zusammen. Und diese eine zentrale Stelle bestimmt, welche Information an wen, wann, wo, wie und warum weitergegeben wird. Und diese eine zentrale Stelle ist Rom, der Sitz des biblischen, historischen und prophetischen Antichristen. Ich habe hier noch kurz eine Information reinbekommen vom Bruder Michael. Also die Solidarność wurde unter anderem finanziert von Roberto Calvi. Mhm. Der ist wohl ja involviert in, London, ne? in die Banco Ambrosiano. Banco Ambrosiano, ja. Das nur kurz. Roberto Calvi, war das nicht P2-Lodge, Freimaurer, P2-Loge? Da gibt es sicherlich auch Informationen, wo man dann da auch sicherlich Informationen zu findet. Ja, ich habe da auch schon mal was drüber gehört. Ja, interessant, dass Michael den Punkt hier eben mit reinbringt. Ja. Und natürlich ist das auch wieder ein Link, der im Endeffekt, wenn man den Draht bis zu Ende verfolgt, wieder nach Rom leitet. Ne? Also, laut US-Geheimdienstquellen hatte der Papst Wallenser bereits über kirchliche Kanäle geraten, seine Bewegung im Untergrund in Gang zu halten. Aber er solle mit den 10 Millionen Mitgliedern der Solidarność auf keinen Fall auf die Straße gehen, um keine Intervention des Warschauer Pakts oder einen Bürgerkrieg mit polnischen Sicherheitskräften zu provozieren. Da die Kommunisten die direkten Telefonleitungen zwischen Polen und dem Vatikan unterbrochen hatten, kommunizierte Johannes Paul II. Mit Josef Kardinal Glemp in Warschau über Funk. Er schickte auch seine Gesandten nach Polen, um über die Situation zu berichten. Die Informationen des Vatikan waren in jeder Hinsicht absolut besser und schneller als die unsrigen, sagt Haig. Und da kriegt ihr doch die Bestätigung von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Warum sind die Informationen des Vatikans in jeder Hinsicht besser und schneller als die amerikanischen oder die jedes anderen Geheimdienstes? Weil in Rom alle Fäden zusammenlaufen und man dann auf einer Need-to-Know-Basis, also einer nur da, wo es nötig ist, Wissen zu verteilen, Basis, die Informationen weitergibt. Obwohl wir einige ausgezeichnete eigene Quellen hatten, dauerte es oft viel zu lange, bis unsere Informationen durch die Geheimdienstbürokratie gefiltert wurden. Endet das Zitat von Haig. Und ich möchte nochmal kurz hier auf den Kardinal Glemp, da will ich gar nicht unbedingt eingehen, wer das war, das interessiert mich weniger, das könnt ihr in Wikipedia selbst nachlesen. Aber er kommuniziert in Warschau über Funk mit dem Vatikan. Nun, ich selber bin technisch so blöde, ich kann morgens meinen Computer ein- und abends ausschalten und weiter habe ich von Technik keine große Ahnung. Aber als ich in der Marine gedient habe, habe ich ein Jahr lang oder so gesessen in Libyen, einer Fernmeldegruppe. Marine Fernmeldegruppe 31 hieß die Einheit damals, völlig am Arsch der Welt. Und die haben sich damit beschäftigt, um Funkstationen aufzurichten, um eben dafür zu sorgen, dass im Fall der Fälle eben es immer Funk Nachrichten geben konnte und dass man halt kommunizieren konnte innerhalb der verschiedenen Abteilungen der Bundeswehr oder was auch immer. Jedenfalls kann ich euch ein Ding sagen. Man hatte vielleicht die Telefonleitung gekappt zwischen Polen und dem Vatikan. Aber man hätte genauso gut diese Funkverbindung kappen können. So etwas, eine solche starke Funkverbindung, kann man nicht aufstellen, ohne dass sie irgendwo nicht geortet hätte werden können. Also wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, wie sie uns weismachen wollen, dann wäre diese Funkverbindung niemals zustande gekommen. Die wäre immer aufgeflogen. So viel habe ich damals von der Technik auch verstanden, weil die mit ihren Funkwagen da rumgingen und sowas. Das kann man nicht verborgen machen. Unmöglich. Nicht über Jahre hinweg. Ja? Daran, dass hier der Kardinal mit dem Papst über Funk kommunizierte, kann man auch wieder sehen, dass das alles eben nur ein Theater ist. Das müssen wir eben bitte schön im Hintergrund behalten. In den ersten Stunden der Krise befahl Reagan, dass der Papst so schnell wie möglich den aktuellsten relevanten amerikanischen Geheimdienstbericht erhält, einschließlich der Spionageinformation aus erster Hand von dem polnischen stellvertretenden Verteidigungsminister, der als Spion heimlich an die CIA berichtete. Washington übergab auch die Berichte und Analysen von Oberst Richard Kuklinski. Er war ein Oberst der polnischen Volksarmee sowie eben auch Agent der CIA und wurde posthum zum General noch befördert in 2016. Einem leitenden Mitglied des polnischen Generalstabs, der bis November 1981 ein CIA-Informant war, als er aus Polen geschmuggelt werden musste, nachdem er zuvor gewarnt hatte, dass die Sowjets bereit seien einzumarschieren, wenn die polnische Regierung kein Kriegsrecht verhängen würde. Kuklinski hatte eine ähnliche Warnung von einer sowjetischen Militäraktion Ende 1980 ausgesprochen, die die scheidende Carter-Administration dazu veranlasste, Leonid Brezhnev geheime Nachrichten zu schicken, in denen er darüber informierte, dass es zu den Kosten einer Invasion auch den Verkauf von US-Waffen nach China gehören würde. Diesmal, meldete Kuklinski nach Washington, sei Brezhnev ungeduldiger geworden, da für ihn eine desaströse Ernte zu Hause bedeutete, dass der Kreml keine motorisierten Armeeeinheiten für das Auflesen der Früchte benötigt, sie stattdessen für eine Invasion übrig hat. Alles, was wir wussten und von dem wir annahmen, dass es für den Papst nützlich sei, haben wir ihm zur Kenntnisnahme eingereicht, sagt Reagan. Und zwar unverzüglich. Ja, und da wir hier lesen, dass es also eine desaströse Ernte in Russland damals gab, ist ja auch interessant zu wissen, dass wir heute wissen, in 2019, dass wir schon seit einigen Jahren wissen, dass wir weltweit Apparatur haben, um das Wetter zu steuern und eben solche Ernten eben auch beeinflussen können. Wir können dafür sorgen, also nicht ich, aber die Leute, die für den Antichristen arbeiten, können dafür sorgen, dass es solche Ernten gibt und dann eben dafür sorgen, dass eben die Armee statt Auflesen der Früchte machen muss, sie eben eine Invasion vorbereiten können. Ganz wichtig, um solche Dinge auch mal im Hinterkopf zu behalten. Das katholische Team heißt das nächste Unterkapitel des Artikels der Heiligen Allianz. Die wichtigsten Strippenzieher der gesamten Aktion waren allesamt, ja, farblich unterstreichen hier, allesamt gläubige römische Katholiken. Der CIA-Chef William Casey, ja, da habe ich doch ein Bild für vorbereitet, ne? Meine ich, William Casey, warte mal eben. Oder habe ich das letztes Mal schon gezeigt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mal eben gucken. Kann also auch nicht alles behalten. Aber ich meine, da habe ich noch ein Bild von vorbereitet. Information Program, William Casey, ja, hier, das ist es. Ja, genau. Wir hatten später noch einen Unterpunkt, der quasi dem Casey noch ziemlich intensiv gewidmet ist. Daher wahrscheinlich noch die Erinnerung. Ja, das war letztes Mal, ne? Nein, das kommt noch. Ach, das kommt noch? Das ist auf Seite 12 dann, ja. Ach so, okay, ja. Gut, auf jeden Fall, den Satz hier kann man ja mal eben kurz übersetzen. Dieser William Casey, CIA-Director von 1981, sagt: Wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm komplett ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist. William Joseph Casey war ein US-amerikanischer Regierungsbeamter, von 81 bis 87 Direktor der CIA und natürlich auch ein Malteser-Ritter. Ja? Das können wir hier in diesem Link nebenbei lesen. Also, das war einer der Leute. Okay? Der CIA-Chef William Casey, Mark Allen heißt er, glaube ich, Clark, Alexander Haig, Vernon Walters und Reagans erster Botschafter im Vatikan, William Wilson. Das ist eine interessante Person, William Wilson. Ihr müsst nämlich wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika keine diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan hatten seit 1867. Warum 1867 oder seit 1867 keine Beziehungen mehr zwischen dem Vatikan und den Vereinigten Staaten von Amerika? Weil damals die amerikanische Regierung die Konsequenzen gezogen hat aus der Involviertheit, wie sagt man das jetzt im Deutschen? Weil der Vatikan... Der Einflussnahme, oder? Ja, der Einflussnahme, weil der Vatikan verantwortlich war, lass es mal so sagen, weil der Vatikan verantwortlich war für den Anschlag auf Präsident Abraham Lincoln. Und damals haben die Amerikaner die Konsequenz gezogen und haben die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Es gab keinen offiziellen Botschafter mehr, bis Ronald Wilson Reagan diesen Botschafter 1984 wieder eingesetzt hat. Zwischen 1867 und 1984 gab es keine offiziellen Beziehungen zum Vatikan. Es gab sogenannte persönliche Berater, die der amerikanische Präsident in den Vatikan geschickt hat. Das gab es besonders zu der Zeit von Wilson, also dem amerikanischen Präsidenten zur Zeit des Ersten Weltkrieges, durch sein alter Ego Edward Mandel House, der dafür gesorgt hat. Und auch in späteren Zeiten, auch Roosevelt und Truman und die anderen US-Präsidenten hatten immer einen persönlichen Abgesandten im Vatikan, aber es gab keinen offiziellen Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika im Vatikan. Das war erst mit Reagan eingeführt worden und das war halt der Wilson, von dem wir hier jetzt gerade eben sprechen. Ja? Ein enger Freund von Präsident Ronald Reagan wurde dieser William Wilson am 11. Februar 1981 als persönlicher Vertreter des Präsidenten beim Heiligen Stuhl ernannt, als die Vereinigten Staaten noch keine vollständigen diplomatischen Beziehungen zum Vatikan unterhielten. Und 1984 wurde er dann als erster US-Botschafter beim Heiligen Stuhl mit der Aufnahme offizieller Beziehungen, hat er da fungiert. Das war der erste offizielle Botschafter seit 1867. Im Lauf der Jahre, lautet ein Zitat hier, erhielt Botschafter Wilson zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit, darunter 1981 den Theodore Roosevelt Award der Navy League der USA, 1983 den Bruderschaftspreis der Vereinigung der Christen und Juden und die Goldmedaille des italienischen Roten Kreuzes. Ja, das Rote Kreuz, wissen wir international gesehen, ist ein Einstiegslevel für die Malteser-Ritter. Finde ich sehr interessant, dass wir uns ein wenig mit dieser Person beschäftigen und dass wir vor allen Dingen auch den Hintergrund kennen, diese diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Aufgrund dessen, dass Amerika auch wieder diese offiziellen diplomatischen Beziehungen hatte seit 1984, hat es natürlich auch diese Heilige Allianz etwas vereinfacht in der Arbeit zu installieren. Ne? Also, sie betrachten die Beziehung zwischen den USA und dem Vatikan als ein heiliges Bündnis. Eben eine heilige Allianz. Ne? Die moralische Kraft des Papstes und die Lehren ihrer Kirche kombiniert mit ihrem heftigen Antikommunismus und ihrer Vorstellung von der amerikanischen Demokratie. Doch die ganze Mission wäre ohne die volle Unterstützung von Reagan unmöglich gewesen. Er glaubte leidenschaftlich an den Nutzen der Beziehungen Washingtons und dem Vatikan. Eines seiner vorrangigsten Ziele des Präsidenten, so Reagan selbst, war es, den Vatikan als Staat anzuerkennen und ihn dann zu einem wertvollen Verbündeten zu machen. Der Vatikan hat seine Staatsfunktion wiederbekommen mit dem Lateranvertrag 1929. Wenn jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika diplomatische Beziehungen mit dem Vatikan unterhalten, dann ist das offiziell eine Anerkennung des Staates des Vatikan. Also die haben dann sozusagen in dem Moment dann ihr Konkordat miteinander geschlossen, offiziell. Man kann davon ausgehen, denke ich, dass zu dem Augenblick, wo diese der Austausch der diplomatischen Beziehungen offiziell wieder stattgefunden hat, dass es da wohl auch ein Konkordat gibt. Es ist offiziell da nichts drüber zu finden. Man kann sich ja mal die Webseite angucken, Concordat Watch im Englischen, ist eine ganz interessante Seite. Ich habe gerade heute ein interessantes Video hochgeladen. Ich weiß nicht, ob das einige von euch gesehen haben. Das ist englischsprachig auf meinem Zweitkanal hier. Richard Bennett, How the Vatican Uses Secular Governments to... wie heißt das, der ganze Titel jetzt? Lauf mal eben. To Impose Its Will. Das ist im Grunde ein Nachfolgevideo von dem ersten Video, das Richard Bennett damals gemacht hat. Das heißt Vatican Control through Civil Law, also vatikanische Kontrolle durch das zivile oder bürgerliche Gesetz. Habe ich hier auch verlinkt, das habe ich auch auf meinem Kanal hochgeladen. Unter anderem auch dieses neue Video Inquisition Update, You've Got Mail, das ist von letzter Woche im Hauptkanal. Das hat auch mit dem Thema zu tun. Und hier seht ihr, hier ist der Link www.concordatwatch.eu. In diesem Video geht Richard Bennett darauf ein, dass er, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es gestern Abend geschaut, ich meine, er sagt 179 Länder von 196 Nationen auf dieser Welt haben einen Konkordat mit dem Vatikan. 179 von 196, also knapp 90%. Und das kann man auf dieser Webseite hier, www.concordatwatch, kann man das nachschauen. Kann die Seite ja mal eben aufmachen. Und da kann man eben nachschauen, welche Länder jetzt Konkordate mit dem Vatikan abgeschlossen haben. Ich habe jetzt auch keine Lust, da groß nachzusuchen, ob die Vereinigten Staaten von Amerika eins haben oder nicht. Offiziell ist mir da nichts von bekannt, aber es ist durchaus möglich, dass sie eins haben. Deutschland hat ja ein gültiges Konkordat seit 1933. Andere faschistische Länder wie Italien und Spanien haben ihren Konkordat damals aufgesagt und inzwischen natürlich einen neuen abgeschlossen. Aber der Nazi-Konkordat von 1933, vom Dritten Reich, 20. Juli 1933, unterzeichnet, ist heute in 2019 noch ebenso gültig wie damals. Ja, und ich kann jedem anraten, der Englisch kennt, sich dieses Video auf meinem Zweitkanal anzuschauen. Richard Bennett, How the Vatican Uses Secular Government to Impose Its Will, also wie der Vatikan das säkuläre oder das weltliche, die weltliche Regierung gebraucht, um ihren Willen aufzudrücken. Das heißt das Video in Deutsch übersetzt. Ich weiß nicht, ob man hier auch Untertitel machen kann, die vielleicht sogar deutsch sind. Manchmal geht das ja auch, dass man die Untertitel-Einstellungen in Deutsch machen kann. Kann man ja mal schauen. Englisch. Und dann hier automatisch übersetzen. Und dann kann man hier Deutsch anklicken. Irgendwo. So. Und dann müsste das auch funktionieren. Also für Leute, die überhaupt kein Englisch können, könnt ihr auf diese Art und Weise hier deutsche Untertitel mit reinmachen. Aber natürlich sind diese Titel automatisch übersetzt von diesen Bots im Internet. Und sind natürlich nicht perfekt. Aber bevor man gar nichts versteht, ist das schon mal besser, als gar nichts zu haben. So kann man sich das Video mit deutschen Untertiteln anschauen und doch zumindest einen Teil davon verstehen, was er hier sagt. Ja, interessantes Thema, die Konkordate. Sollte man sich mal öfter mit beschäftigen. Also, wir lesen jetzt hier über den Admiral John Poindexter, denke ich. Ne? Wir waren hier, ja, den Vatikan als Staat anzuerkennen. Ah ja, noch eine andere Sache, die ich hierbei erwähnen möchte, ist für diejenigen, die dann Englisch können, dann will ich das noch mal kurz eben einblenden hier. Es wurde ein Buch geschrieben von einem der amerikanischen Botschafter an den Vatikan mit Namen Francis Rooney. Dieses Buch, Der globale Vatikan, von Botschafter Francis Rooney, Jesuiten geschult und Malteser-Ritter. Und heute ist er, glaube ich, Senator für irgendeinen Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Buch, er war Botschafter am Vatikan zwischen 2005 und 2008. und hat dann dieses Buch Der globale Vatikan geschrieben. Und Tom Fress von Inquisition Update hat dieses Buch dann exponiert, oder besser gesagt gelesen und erklärt. Und das findet ihr auf meinem Vimeo-Kanal in 99 Teilen hochgeladen. Das findet ihr auch auf dem Kanal von First Amendment Radio auf YouTube, wo Tom Fress das Buch Der globale Vatikan komplett gelesen und auseinandergenommen hat. Sehr, 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 sehr interessant, um das zu verfolgen, wenn man Englisch kann. In Deutsch gibt es das leider nicht. So, das soweit zu dem Thema hier. Nun, laut Admiral John Poindexter, das ist ein US-amerikanischer Admiral, Politiker und ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Er lebt in Rockville, war NASA-Astronaut und so weiter und so weiter. Das kann man sich dann ja gerne mal durchlesen, wenn man das gerne kennen möchte. Er ist unter anderem auch hier zum katholischen Glauben konvertiert. Dieser Admiral Poindexter, der zum Zeitpunkt des Ausrufens des Kriegsrechts der militärische Assistent des nationalen Sicherheitsberaters war, sei Reagan davon überzeugt gewesen, dass die Kommunisten die Lage falsch eingeschätzt hatten. Nachdem die Solidarność 16 Monate vor der Niederschlagung offen agierte, konnte die polnische Regierung nur versuchen, ihre Landsleute von ihr zu entfremden, indem sie versuchte, die Arbeiterbewegung lahmzulegen. Und, was am wichtigsten war, sie hatten die mächtige Kirche in direkten Konflikt mit dem polnischen Regime gebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Entscheidung, das Kriegsrecht zu verhängen und die Solidarność zu zerschlagen, aufgrund der Geschichte Polens und des religiösen Aspekts und allem anderen Bestand haben könnte, sagt Reagan. Kardinal Casarolli sagte, zwischen den USA und dem Vatikan bestand eine wahre Übereinstimmung der Interessen. Tja, Offenbarung 13, die zwei Bestien im Einverständnis, da setze ich heutzutage ein Fragezeichen dran, weil ich inzwischen zu einer Studie mich angesetzt habe, um zu beginnen, um Offenbarung 13 im Licht einer anderen als dieser allgemeinen, weltweit vertretenen Meinung, dass die USA das zweite Biest der Offenbarung 13 sind, zu vertreten, zu studieren will. Das wird in den nächsten Wochen passieren. Da wird mich unter anderem Bruder Michael drin begleiten, zusammen mit Brett Norman. Oder? Ah ne, das war gar nicht Michael, der hatte gar keine Zeit am Samstag. Das war Daryl. Daryl Eberhardt und Brett Norman und ich, wir machen da eine Studie drüber über Offenbarung 13. Aufgrund der Information, die uns mitgeteilt wurde in dem Buch, das ich hier lese, The Divine Program of the World's History von Albert Close. Ein Buch, das 1916 erschien. Und das unglaublich wichtig ist und das unglaublich viele und interessante Offenbarungen enthält, kann ich jedem nur empfehlen, sich das Buch zu besorgen. Das kann man gratis im Internet runterladen, weil Brett Norman hat es sich besorgt, hat es eingescannt und auf archive.org hochgeladen. Und im Augenblick beschäftige ich mich damit, das zu lesen. Und wir sind da drauf gekommen, dass hier eine andere Erklärung über die zwei Bestien aus Offenbarung 13 ist. Das nur so viel dazu. Aber den Kommentar lasse ich soweit erstmal hier stehen, weil bis gestern mehr oder weniger bin ich auch noch von der Situation ausgegangen. Die wichtigsten Entscheidungen über die Unterstützung der Solidarność und die Reaktion auf die polnische und sowjetische Regierung wurden von Reagan, Casey und Clark in Absprache mit Antichrist Johannes Paul II. Getroffen. Zitat von Richard Pipes, der ein US-amerikanischer Historiker ist, der sich auf die Geschichte Russlands und der Sowjetunion spezialisiert hatte. Könnt ihr auch noch mehr drüber nachlesen in dieser Note hier. Dieser Richard Pipes sagt, Zitat, Reagan hat diese Dinge sehr gut verstanden, auch die verdeckte Seite. Soweit er in die verdeckte Seite eingeweiht war, füge ich da mal zu. Richard Pipes, der konservative in Polen geborene Wissenschaftler, der die sowjetischen und osteuropäischen Abteilungen der NSC leitete, das ist National Security Council oder der National Security Council, also auf Deutsch der Nationale Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten von Amerika, ist ein über die äußere Sicherheit beratendes Gremium der Bundesexekutive der Vereinigten Staaten. Der Rat, dem der Präsident vorsitzt, also in diesem Fall Reagan, spielt für die Ausarbeitung und Umsetzung der amerikanischen Außenpolitik eine herausragende Rolle. Häufig wird das Gremium mit gravierender Einflussnahme und mit seinem üblichen Tagungsort, dem Situation Room, also dem Lagebesprechungsraum im Keller des Weißen Hauses, assoziiert, der als Prototyp eines modernen Sitzungszimmers in vielen Hollywood-Produktionen repliziert wurde. Und ich kann euch dazu sagen, dass dieser National Security Council, also Deutscher Nationaler Sicherheitsrat, sicher was die ausländischen Beziehungen angeht, vollkommen unter den Fittichen der Georgetown-Universität steht und deren Schule für ausländische Forschungen, die von Edmund Walsh damals gegründet wurden. Also, alles Jesuiten geleitet. Als ob das etwas Neues für uns wäre. Naja, für die Leute, die das Buch Herrscher des Bösen noch nicht kennen, schon, weil da geht es ja drum. Der Präsident sprach über das Übel des sowjetischen Systems, nicht über das Volk. Und dass wir alles Mögliche tun müssten, um diesen Menschen in der Solidarność zu helfen, die für ihre Freiheit kämpfen. Leute wie Haig und Handelssekretär Malcolm Baldrige, der übrigens nach der Wahl von Reagan zum US-Präsidenten wurde der Handelsminister, also Secretary of Commerce, in dessen Kabinett benannt. Er hatte das Amt bis zu seinem Tode inne, der 1987 ums Leben kam, und er hat unter anderem posthum die Medal of Freedom erhalten und auch die Goldene Ehrenmedaille des Kongresses, also eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten. Dieser Handelssekretär Malcolm Baldrige und James Baker, damals Stabschef im Weißen Haus, hielten das ganze Vorhaben für unrealistisch. James Baker, da gibt es so viel drüber zu sagen, da habe ich jetzt gar keine Lust, groß reinzugehen. James Addison Baker III. Jedenfalls ist ein US-amerikanischer Politiker und Diplomat, war von 1989 bis 1992 Außenminister der Vereinigten Staaten unter George Bush und hat unter anderem einen Orden vom Grand Cordon des Ordens oder Grand Cordon des Ordens der aufgehenden Sonne. Nur mal eben anzeigen, wer alles einen solchen Orden bekommt. Zum Beispiel Konrad Adenauer der ersten Klasse mit Paulonienblüte als erster deutscher Bundeskanzler. Und sehr interessant, Paul Dönitz. Kennt ihr den noch? Karl Dönitz, erster Klasse, deutscher Großadmiral, der damals im Grunde die Kapitulation der deutschen Wehrmacht ausgesprochen hat. Der wurde ausgezeichnet mit dem Grand Cordon des Ordens der aufgehenden Sonne. Ein Orden der aufgehenden Sonne. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass es sich da vielleicht um Sonnenanbeter handeln könnte. Selbst George Bush hielt sich zu diesem Thema bedeckt. Ich saß oft in Meetings hinter ihm und wusste trotzdem nie, wie es um seine Meinung bestellt war. Einzig und allein Reagan war es, der verstand, was wirklich auf dem Spiel stand. Und über George Bush, George Herbert Walker Bush, da gehen wir nächstes Mal drauf ein, weil das ist eine etwas längere Erklärung und wir sind heute schon zum Ende bei einer Stunde der Lesung angekommen und deswegen möchte ich eben Victor zu seiner eventuellen, wenn er sie hat, abschließenden Bemerkung über diese Lesung befragen. Victor, bitteschön. Ja, ich habe sozusagen nicht jetzt so viel mehr anzufügen, als dass ich mich sehr, sehr herzlich bedanken möchte für deine Ausführungen und die Lesung an sich auch. Hat doch viele Hintergründe und Zusammenhänge, ja, immer wieder auch natürlich für diejenigen, die ja zu der Zeit vielleicht noch unter Wasser waren oder auch gerade noch im Sandkasten noch, noch Sandburgen gebaut haben, je nachdem. Aber ich finde es an sich so ganz interessant, auch nochmal so ein bisschen die Zusammenhänge da auch besser zu sehen, dass letztendlich alle irgendwo ja vernetzt sind durch den Vatikan. Und ja, ich freue mich auf die nächste Lesung und ja, sag dann an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke Victor für deinen Beitrag und dass du mich begleitet hast heute bei der Lesung. Ich möchte mich bei den Zuhörern und Zuschauern bedanken fürs Zuhören und Zuschauen. Ich möchte mich auch bedanken für konstruktive Kommentare, auf die ich auch immer, wenn es nötig ist, eingehe. Und ich freue mich da schon drauf, dieses Buch weiterzumachen, weil im Grunde habe ich mit Herrscher des Bösen ja noch gar nicht angefangen. Wir sind in einem extra Artikel drin, das war jetzt schon die zweite komplette Sendung dafür. Und genauso wie ich feststelle, dass ich in Romanismus und die Reformation eine ganze Menge mehr Lesungen machen werde, als Tom Frist das ursprünglich in Englisch gemacht hat, was ich mir zu Anfang niemals habe träumen können, Habe ich damals in Englisch, Rulers of Evil, glaube ich, gelesen in, schlag mich tot, 27, 28 Videos, was in der Richtung, ich weiß es nicht, müsst ihr mal nachzählen, aber ich bin ziemlich sicher, dass genau wie hinter den Diktatoren, wo ich im Englischen 13 Videos produziert habe und im Deutschen 45, dass ich auch mit Herrscher des Bösen hier eine ziemlich intensive Arbeit angegangen bin, derer ich mich auch nicht bereue, sie angegangen zu haben, weil ich denke, dass selbst heute in 2019 dieses noch eine sehr, sehr wichtige Information sein wird. Und ich freue mich weiter auf diesen extra Artikel, den ich damals im Englischen noch nicht mal gelesen habe, eingehen zu können und euch zeigen zu können, wie das jesuitische Theater gespielt wird. Und dass es jesuitisches Theater ist, das lernen wir dann in den folgenden Kapiteln in dem Buch Herrscher des Bösen. Bleibt dran, das ist alles nur Einleitung, auch wenn es vielleicht schon hier und da interessant ist. Aber es ist alles im Augenblick nur eine Einleitung. Und wenn die schon spannend ist, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen, wenn das Buch kommt. Nichtsdestotrotz möchte ich abschließend sagen, die einzige Wahrheit, die wir auf dieser Welt nur wertschätzen können, findet sich in dem Wort Gottes. Und ohne das Wort Gottes sind diese ganzen Studien, Geschichtsstudien, Bücherstudien, Politikstudien, 0, nichts, gar nichts, zip, nada, nothing, niente, wert. An erster Stelle muss immer das Wort unseres Herrn stehen. An erster Stelle müssen wir immer die Bibel lesen und studieren. Und von daher ende ich mit meinem Aufruf. Lest eure Bibel. Maranatha.